Wir erforschen 3D-Druck Zukunftsvisionen. Das sind Vorstellungen dazu, zu was 3D-Drucktechnologien in Zukunft gut sein sollen. Typischerweise gehen die davon aus, dass 3D-Druck eine revolutionäre Technologie ist, die die analoge und die digitale Seite unserer Welt verbindet. So soll sich die Herstellung materieller Dinge immer stärker den Möglichkeiten der digitalen Welt angleichen. Flexibel, schnell, individuell und datenbasiert. Allerdings sagen Zukunftsvisionen gar nicht die Zukunft voraus, sondern sie beeinflussen, wie wir 3D-Druck und andere Technologien in der Gegenwart wahrnehmen und gestalten. Forscher, Politikerinnen, Investoren oder Bürgerinnen orientieren sich nämlich an Zukunftsvisionen, wenn sie sich fragen, was der Sinn oder der Wert einer neuen Technologie sein soll. Und dann richten sie ihre Handlungen danach aus. Und genau dazu, wie das geschieht, dass diese Visionen unsere Gegenwart beeinflussen, dazu forschen wir. Und im 3D-Druck kooperieren wir mit dem Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order, welches hier am KIT die nächste Generation von 3D-Druck erforscht. Schon heute wird 3D-Druck vielfältig genutzt, etwa für industrielle Kleinserien, für Medizingeräte oder auch in offenen Communities, die selbst kleine Dinge 3D-drucken. Die Forschung arbeitet allerdings daran, 3D-Druck vielfältiger, präziser und schneller zu machen. Dann entstehen auch neue Nutzungsmöglichkeiten. Und wir fragen, wie wir als Gesellschaft diese Nutzungsmöglichkeiten verantwortungsvoll gestalten können. Wenn zum Beispiel Medizin individueller wird, Elektronik druckbar wird oder neue Materialien herstellbar werden, dann sieht man leicht den Nutzen der neuen Technik. Wie wir allerdings neue Technik und gesellschaftlichen Wandel verbinden, so dass wir die Chancen nutzen und die Risiken minimieren, das ist weniger offensichtlich. Deshalb entwerfen wir genau hierzu Zukunftsszenarien, die das beides zusammendenken. Wer müsste zum Beispiel in Zukunft Zugang zu diesen neuen Technologien haben, damit es eine gerechte Innovation wird? Welche Rolle würden auch Universitäten hierin spielen, so einen Zugang oder so eine Beteiligung der Gesellschaft sicherzustellen? Oder wie müssten Regularien geändert werden? Genau solche Fragen sollen in unseren Szenarien sichtbar werden. An diesen Fragen arbeiten wir mit einem breiten Ansatz. Wir machen empirische Sozialforschung und interviewen etwa 3D-Druckexperten. Wir arbeiten aber auch interdisziplinär mit den Forscherinnen und Forschern im Exzellenzcluster zusammen. Und wir binden die Öffentlichkeit über Workshops und Veranstaltungen in die Debatte zu Zukunftsszenarien des 3D-Drucks mit ein. So hoffen wir, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass wir als Gesellschaft uns schon früh breit und inklusiv mit der nächsten Generation des 3D-Drucks beschäftigen.